But if you close your eyes. Take die dritte. So, hi. Ich bin Flimpy. Ihr seht die Penny auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu meinem ersten Unboxing-Video. Ich bin ja schon so ein bisschen nervös, ne? Und zwar war ja letztes Wochenende, glaube ich, die TwitchCon. Bin noch ein bisschen erkältet, tut mir leid. War letzte Woche so die TwitchCon. Ein Kumpel von mir, mit dem ich sehr lange Zeit mal sehr viel gemacht habe, ist wiedergekommen. Ich werde ihn in den, wie heißen die Dinger, die man unten macht? Verdammt. Fuck! Genau. Nein, ich werde den in der Videobeschreibung, so heißt das Ding, Videobeschreibung, werde ich den verlinken mit seinem Instagram-Profil, weil er hat mich darum gebeten. Ich habe ihn gefragt, ob er mir eventuell was von der TwitchCon schicken kann und er meinte, ja, ich guck mal, was ich zusammenstellen kann. Jetzt habe ich hier ein wundervolles Paket von ihm bekommen und das Lustige ist, ich weiß überhaupt nicht, was drin ist. Er meinte, das hat halt einen relativ chilligen Wert und er meinte, er will meine Reaktion sehen. Daraufhin mache ich jetzt mal dieses Unboxing-Video von den Produkten der TwitchCon. Seid ihr schon aufgeregt? Ich bin's offen. Nice, ist offen. So, würde ich jetzt mal spontan sagen, wir klappen das erstmal auf. Nice. Jetzt bin ich ja mal echt gespannt. Fangen wir mal, ich pack mal die Box, ihr seht's ja hier, ne? Das ist die schöne Box. Ich pack die mal neben mir hin. So, zum ersten, damit ihr seht, das ist kein Fake hier. Alles schön von der TwitchCon. Steht sogar noch drauf hier. Auch nochmal so ein netter Sack, so TwitchCon 2019. So, dann fangen wir mal an. Das erste, was, ich habe keine Ahnung, was das ist, ist von League of Legends. Halt mal hier rein. Pack ihn mal aus, nur für euch. So, hier, ist von League of Legends, steht unten drauf auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so ein Minion, so ein Vasalle. Sehr cool. Vasalle als so, man kann damit rumklautschen, finde ich sehr, sehr geil. Oh, ich mag solche Unboxing-Videos, wo ich nicht weiß, was drin ist. Als zweites würde ich ehrlich gesagt mal das hier aufmachen. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber wir gucken mal einfach nach. Mach's auf und zieh's raus. So, hier gibt es eine nette Twitch Prime-Brille. So eine Sonnenbrille ist das. Dann haben wir hier so ein Twitch-Bändchen, so ein Armbändchen. Einen Twitch Prime-Kleber. Und eine World of Tanks-Karte. Bonuscode steht hier drauf. Sage ich jetzt besser, glaube ich, mal nicht in die Kommentare oder muss ich das hier unten freirubbeln? Ich habe keine Ahnung, ich werde mich damit auch noch befassen müssen. Für 7 Tage Premium. Mal gucken, vielleicht werde ich die auch mal in einem Livestream verlosen, wenn da mal ein paar Zuschauer mehr kommen. So, hier ist nichts mehr drin. Wenn ihr da durchguckt, seht ihr nur mich. Ich meine, das ist jetzt kein großer Erfolg. So, dann haben wir hier noch ein T-Shirt in XL. Perfekt, das passt mir sogar, weil ich bin eine ganz schöne Kante geworden. Nein, das ist ein Witz. Das ist ein T-Shirt, da steht einfach wahrscheinlich nur erstmal Twitch Prime drauf und hinten von Apex. Apex? Ich glaube, das heißt Apex. Sehr geil. Da habe ich auf jeden Fall noch ein T-Shirt mehr. Und jetzt bin ich mal hier gespannt. Das ist verdammt weich. Seht ihr? Weich. Da muss ich den Müll hier beiseite räumen. So, die ganzen anderen Sachen kommen halt hier mal zur Seite. Das ist ja auch leer und beim Müll. So, dann fangen wir mal an. Zuerst. Geil. Gibt es hier irgend so ein Pick? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Fühlt sich irgendwie so ein bisschen glitschig an. Ich pack's gleich mal aus. Dann haben wir hier Socken, die mir wahrscheinlich nicht passen werden, weil ich Schuhgröße 49 habe und ich glaube, das könnte ein bisschen sehr knapp werden mit den Socken. Mal gucken, vielleicht kriegt die meine Freundin, dann freut die sich auch mal. Und guck mal, dann haben wir hier gleich noch viel, viel mehr von diesen netten kleinen Dingern. Ich mach mal gleich ein, zwei auf, mal gucken, was da drin ist. Dann dazu kommt noch ein World of Tanks Pin, also so Steckbutton, wie auch immer man die nennt. Dann machen wir mal weiter.
Dann gibt es hier noch einen Stift, wo Twitch draufsteht. Müsste, glaube ich, schwarz sein. Yep, ist schwarz. Nice. So, sehr, sehr cool, ey, wirklich. Ach, wie viel da einfach drin ist, ey. Chris, nochmal herzlichen Dank dafür. Hast auf jeden Fall richtig was gut bei mir. Hier gibt es noch einen wundervollen Twitch-T-Shirt, auch in Größe XL. Oh, endlich wieder neue T-Shirts, hab ja noch nicht genug. Knapp 100 Stück oder so. Aber ey, nicht so geile. So, dann haben wir hier in Größe L. Naja, muss ich meiner Freundin geben oder mal gucken, ob ich da reinpasse. Ein Pulli mit Crew. Wahrscheinlich von der hinten steht auch nochmal Crew drauf. Wahrscheinlich von dem Stand, wo mein Kollege war und fleißig für mich die Sachen zusammengetragen hat. Dann noch eine Mütze, wo ein Fussel drauf ist. Seht ihr? Ein Fussel. Da ist er. Weg damit. Setze ich mal auf, mal gucken. Ich sehe mit Mützen immer kacke aus wegen den langen Haaren. Aber ich sehe auch ohne Mütze verdammt scheiße aus. Gut, machen wir mal weiter zu dem letzten Produkt. Da kommen wir gleich zu. Dann haben wir hier noch diese nette, wie nennt man das, Sporttasche? Ich habe sowas damals in der Schule immer als Schulranzen gehabt, sondern als Sporttasche genutzt. Weil die waren immer eigentlich relativ gut und ich glaube, die ist auch wasserabweisend. Die fühlt sich auf jeden Fall so an. Und da steht dick und fett TwitchCon drauf. Sehr, sehr geil. So, und das letzte Produkt, was er mir geschickt hat, ist eine Jacke. Also ich gehe noch aus, dass es eine Jacke ist, weil Reißverschluss in der Mitte. So, mal gucken, was wir da haben. So, eine Jacke. Relativ breit. Da müsste sogar mein fetter Arsch reinpassen. Ja, fettes Kreuz eher und dicker Bauch. Auf jeden Fall finde ich es sehr, sehr geil. Ich habe ihm spontan angeschrieben, ey, du bist doch auf TwitchCon, kannst du mir irgendwas schicken? Und er so, ja, ich guck mal, was ich machen kann. Er hat auf jeden Fall meine Erwartungen vollkommen übertroffen. Chris, wie gesagt, Gruß geht raus, danke dafür. Mach mir mal so ein Pinpack auf. Ich weiß nicht, was das ist. Bin aber mal gespannt. Ach, krass. Emoticon, diese Dinger, die man überall bei den ganzen Streamern macht, ne? Hier, seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Das ist so ein Gesicht. Ist geil. Da könnt ihr hinten, macht ihr den Pinner auf und könnt ihr den irgendwo dran pinnen. Das ist ja echt sehr, sehr geil. So, aber ich muss ehrlich sagen, das Paket ist leider aus. Hier steht zwar noch ein fettes Teufel-Soundsystem, aber dafür gibt es ein nächstes Unboxing-Video. Weil dafür muss ich echt ein bisschen mehr machen, als das kurz aufbauen und hier zusammenpacken alles. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, wenn ihr das wirklich angeguckt habt. Lasst doch mal einen Follower, ein Like da. Guckt auf jeden Fall mal auf der Instagram-Seite von meinem Kollegen Chris, der mir das alles geschickt hat. Nochmal, Gruß geht raus, danke dafür. Vorbei, ich verlinke die in der Videobeschreibung und würde sagen, rein hauen, Leute. Danke dafür.